Moin! Ja, hallo von der Hunte. Wir hatten ja schon erwähnt in einem der letzten Videos, dass wir über die Lockdown-Phase relativ eskaliert sind mit Equipment. Und wir haben uns ja der Feuerküche genähert. Und da haben wir das Dreibein entdeckt für uns, um eben immer Feuer zu kochen zu Hause. Und das ist halt ein Stahl-Dreibein und dementsprechend sperrig und schwer. Und haben gesagt, Mensch, wir hätten aber auch gerne im Lager an der Hunte ein Dreibein. Und da haben wir was entdeckt. Und außerdem hat Jules, mein Mädchen, wenn ich das so sagen darf, etwas entdeckt, und zwar Schottgläser aus Edelstahl. Und hat sich total verliebt und sagte, Markus, ich muss die haben. Und dann hatten wir noch Besuch von Svenja, Philipp und Alva. Und es war einfach herrlich und haben das Dreibein, das Reisedreibein, natürlich auch direkt ausprobiert. Und die Schottgläser. Ja. Jetzt nicht lang schnacken. Los geht's! Ja, alles fing damit an, dass wir zu Hause unser neues Dreibein ausprobiert haben. Und zwar erst mit so einer Feuerplatte, wo wir richtig leckere Sachen drauf, Bratkartoffeln drauf gemacht haben. Richtig, richtig lecker. Und dann nachher auch mit einem Dutch Oven. Das habt ihr ja vielleicht auch in unserem Video gesehen, wo wir das Chili gekocht haben. Wir blenden euch das hier oben mal ein. Und das hat uns einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und richtig angefixt. Wir haben gesagt, Mensch, das möchten wir auch an unserem Lager an der Hunte haben. Ja. Weil unsere Feuerstelle ist ja sowieso ein Lagermittelpunkt. Und das ist ja nochmal was anderes, wenn du dann auch gemeinsam am Feuer nicht nur drumherum sitzt und Geschichten erzählst, sondern auch vorher dran kochst und machst und tust und so. Und dann haben wir gesagt, wie geht das? Weil dieses sperrige Ding wollten wir auf gar keinen Fall mitnehmen. Nee, schwer, sperrig und... ja. Naja, eigentlich... Ja, und einfach, du kommst damit irgendwo dran und das ist direkt kaputt. Genau. Ne? Also, Auto, Wohnwagen oder was auch immer. Und einfach auch so schwer und mit der Zuladung und so. Und jetzt mit dem Boot und den Bootsklamotten dabei, da ist eh nochmal gut Stoff dazugekommen. Und dabei. Dann passte halt einfach nicht. Und dann haben wir so ein kleines, ich habe es mal Reisedreibein getauft. Das ist einfach eine, das erzählen wir jetzt gleich. Ja, beziehungsweise die einfachste Methode wäre natürlich gewesen, man sucht sich drei Stöcker und bindet die oben zusammen. Aber Markus wäre ja nicht Mr. Equipment, wenn er dafür noch was Cooles gefunden hätte. Im Kern ist es ein total simples Prinzip. Es ist einfach eine Platte mit drei gleich großen Löchern drin, aus Edelstahl. In der Mitte ist noch ein viertes Loch, da wird der Haken reingeschraubt, wo dann nachher die Kette drangehangen wird, um dann eine Feuerplatte dran zu hängen, eine Murika dran zu hängen, einen Dutch Oven dran zu hängen, einen Grillrost dran zu hängen. Einfach so. Und dafür braucht man zunächst mal Stöcker. Drei Stöcker. Und die findet man ja überall, wenn man in der Natur ist. Natürlich keine frischen Stöcker abschneiden oder so, sondern nur Totholz nehmen. Sieht voll gut aus. Guck mal, hier liegt schon einer. Der könnte schon direkt perfekt sein. Der ist super. Gut gesehen. Ach, guck mal. Der könnte ja schon mal passen. Ja, hör mal. Sehr gut. Ihr könnt hier nicht vorbei! Ja, der ist auch ganz cool, ne? Ja, ne? Yay! Seht her, ich habe ein Dreibein gebaut! Ich feiere dich hart. X-Drop. So, und wenn man die drei Stöcker jetzt beisammen hat, dann nimmt man sich die Platte, steckt die drei Stöcker da durch. Und dann sollte auch schon das Dreibein stehen. Dann führt man den Haken rein, schraubt den Haken fest, hängt die Kette dran und an die Kette dann das, was man unten jetzt wahlweise benutzen möchte. Und Jules, läuft? Toll. Sind schief. Warum hängst du das an den Dreierketten höher und nicht an der Hauptkette? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, Klugscheißer war keiner. Ich hab's gerade gedacht und ich wollte auch sagen, du bist besser als Raphael, aber nein. Aber Raphael hätte recht, das Boot liegt falsch rum für Regen. Ja, besser einen Schwager verloren als ein Pointe nicht gemacht, ne? Und was ich auch noch finde, dieses Dreibein, ich hätte das nicht gedacht, es sieht einfach so viel schöner aus als das zu Hause, unser Lager. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben dann ja Besuch zum Grillen bekommen. Dann hatten wir das hier alles so aufgebaut und es sah so urig und schön einfach aus. Auch Menschen, die einfach so vorbeigekommen sind oder so. Was ist das denn? Gesagt, was ist das denn? Und so gesagt, Mensch, macht man eigentlich gar nicht, ne? Also das ist wieder so ein bisschen Kind sein, verspielt sein, Stöcker aufstellen. Wie gesagt, klar. Stöcker suchen. Stöcker suchen. Und das macht da einfach so einen Spaß.
mussten das einfach wieder, also das ist echt, das kommt jetzt direkt ins Standard-Equipment. Ja. Also das wiegt halt auch kaum was, müssten wir gleich mal wiegen. Ja. Wenden wir dann mal ein, wie viel es wiegt. In unserem Fall haben wir dann, wir hatten von unserer Feuerschale noch einen Grillrost. Und das ist ein Klappgrillrost, das haben wir einfach rumgedreht, damit es halt nicht wie eine Kette dann nach oben zusammenklappt. Und dann habe ich da drei Ketten im Baumarkt geholt, a 50 cm, drei Karabiner und noch einen extra Haken, sodass wir das dann halt auch als Hängegrillrost benutzen können. Wobei wir nicht für die Füchse unter euch, die jetzt gleich ganz genau hingucken, beim Grillen mit unseren Freunden haben wir ein anderes Grillrost gehabt, weil wir noch keine Ketten hatten und es Wochenende war. Jules ist halt, Mensch, das könnte doch mit dem Grillrost, wäre das doch super. Und wir so, ja, klasse. Und dann haben wir uns ein Grillrost geliehen. Das haben wir dann erstmal benutzt und für gut gefunden und dann haben wir das eigene gebaut. Ja, weil wir es so cool fanden und gesagt haben, das muss doch auch mit unserem Grillrost gehen. Auf die einfachsten Sachen kommt man halt erst, wenn man sie benutzt, wenn man sie sieht letztlich. Und und das macht so einen großen Spaß. Ja, wir haben seitdem jeden Tag gegrillt. Ja, das stimmt und Jules auch gerne. Teilweise die Grillmeisterin übernommen. Ja. Und das ist halt auch mal eine ganz andere Nummer, finde ich jetzt, als auf Gas zu grillen, was auch schon Spaß macht. Aber mit Kohlen und auch mit Feuer kochen und so ist halt einfach jetzt so unseres. Und was ich so schön finde an diesem Thema ist, du fängst halt, also ich zumindest, fange bei null an. Ich habe da keine Ahnung von. Es gibt verschiedene Holzarten, was du wofür benutzt und. Das macht richtig Spaß, wieder bei null anzufangen und so ein Thema zu haben, wo man sich reinarbeitet. Und dazulernen. Und es ist natürlich auch cool, man kann sich auch bei den Stöckern zum Beispiel ja auch noch was reinschnitzen oder sich diese Stöcker auch noch schön machen, wenn man da Bock drauf hat. Das nicht? Also haben wir jetzt nicht gemacht, aber man könnte. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool. Und Jules schnitzt noch Runen rein, zum besseren Gelingen. Und kleine Tierköpfe oben und so. Da hatten wir ja schon mal einen Stöcker. Du kannst hier nicht. Und dann kann man ja so Runen oder so. Ja, so, so Runen werfen. So Zwerge willkommen oder so. Oder Elfen. Und gern was, gesehen. Was übrigens auch sehr schön ist. Orks keep out. Entschuldigung. Wir haben dann mit Philipp, Svenja und Alva gegrillt und es war ein Heidenspaß und wie es kommen musste, es war Sonne vorhergesagt und da hinten zog so auf und wir haben hier noch ganz arrogant zu Philipp gesagt. Und die beiden gesagt, so, oh, das schüttet gleich und so. Ja, und wir so, das zieht vorbei. Der und Bauer Markus meinte auch so, ach Tarp, das brauchen wir nicht aufbauen. Zum Glück ist Philipp da hartnäckig geblieben, wir haben dann Tarp aufgebaut. Es hat nachher gehagelt, es war einfach Wumms, alles es auf Es war super runter. Und natürlich auch genau da, als wir alle Sachen auf dem Grill liegen hatten. So, und da wird nachher gegrillt. Lecker. Und Jules, haben die Pimentos überlebt? Das sehen wir dann. Das aber ich glaube schon so gerade. Und nachher gegrillten Ananas. Ach herrlich, die junge Familie beim Campen. Regen vorbei, Kohlen durchgeglüht. Grillmeister Markus. Und was sagst du zu unserer Konstruktion? Ja, ich finde das super. Ich auch. Macht voll Spaß. Oh, ein Lebentisch. Ja. Küchenhilfe Philipp. Das sieht schon alles ganz schön lecker aus. Was Rotes bräuchten wir jetzt eigentlich noch. Ja. Aber die Champignons mit Kräuterbutter sehen auch fantastisch aus. Mm. Ja, eine Ananas haben wir verloren. Oh nein. Das sieht aber gut aus. Ja, das kennt ihr Ananas vom. Kennt ihr Ananas im Grill? Also man muss das mal sagen, Markus, dieses Dreibein ist der Knaller. Ja. Oh! Jules hat tapfer übernommen am Grill. Hier kümmert sich aber Steiner. Da kannst du so nicht sagen. Der Philipp hat sich in die Mitte vom Tab gezogen. Jules, ganz fantastisch, halt durch. Aber was sollen wir sagen, wir hatten einen Heidenspaß dabei. Let's camping life, so ist es. Das war so gut. Ja. Ach ja, was hätten wir lachen. Ja, aber was schön war, danach war dann richtig, richtig gutes Wetter. Und dann haben wir nämlich noch eine richtig schöne Bootstour gemacht, haben unser Boot nochmal ausprobiert und so. High five. Yeah!
Und dann haben wir sogar abends nochmal die Feuerschale angeschmissen und einfach mal einen Dutch dran gehängt, einfach um mal so ein Feeling zu kriegen. Und das sieht natürlich auch mega urig aus. Insbesondere, wenn da drunter dann keine Kohlen sind, sondern so das Feuer lodert. Sehr, sehr cool. Ich glaube, da werden wir noch viel, viel, viel Spaß mit haben. Wenn du dann einfach so das Dreibein hast und ein Feuerchen, ein Dutch drüber hängen, ja, noch eine Petroleumlampe irgendwo stehen oder so, da ist direkt so Freiheit. Also man fühlt sich Alaska ein ganz schönes Stück näher oder Nordschweden oder wo auch immer. Bin mal aber gespannt, was jetzt so die Zuschauer die aus Alaska und Nordschweden sagen, weil wir haben tatsächlich einen Zuschauer aus Alaska. Stimmt. Hallo an der Hallo. Stelle. Ja. Und das ja mit den Schottgläsern. Ja, ja, oh, meine Schottgläser. Natürlich haben wir angestoßen auch mit Philipp, Alva und Svenja. Kaum ist man fertig mit dem Grillen, kommt die Sonne raus. Strahlenblauer Himmel. Kannst aber wir sind fertig mit dem Essen. Gläsern kommen. Wozu? Zu den Gläsern. Ich habe neue Gläser. Aha. Und zwar? Moment. Schottgläser aus Edelstahl. Damit könnte man jetzt auch so Hütchenspiele machen. So. Ja, sehr gut. Lass da mal lieber die Luft raus. Julia, mach mal einen Bullenschluck da rein. Ja, der gute Bullenschluck. Ist medizinisch natürlich nur. Natürlich. Du warst ganz voll, ne? Ihr wisst schon, dass es ein richtiges Höllenzeug ist, ne? Wir trinken ja nur ein. Cheers! Cheers! Bis dahin. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Jules, was hatten wir gestern gesagt? Welchen Spruch sagst du auf? Ach so, warte. Cheers! Prost. Nicht lang schnacken, Koppelnacken! Ah. Auch Alva. Alva hat natürlich einen Saft, glaube ich, oder Wasser war da drin. Ja, Wasser war da drin. Es war einfach so also süß. Kein, weil, kein Bullenschluck. Weil bei Alva sah das einfach so aus, als wenn das Glas so groß ist wie bei uns ein normales Wasserglas. Das war einfach total süß. So, tun wir nochmal hin. So. Oh. Albi findet die Becher auch klasse. Ja, herrlich. Hau weg, Kopf im Nacken, ja. Ja, nochmal nachlegen. Sehr gut. Und sie hat es auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Also nee, sie hatte auch einen Heidenspaß daran, dass immer wieder, das ist ja in diesem kleinen, schönen Döschen, was ich einfach total cool finde, was also, man auch super gut verstauen kann. Sobald irgendwas in der Dose verpackt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jules es kauft, also ja, ich würde sagen, doppelt so hoch. Ja. Mindestens. Aber wir hatten da schon irgendwie echt Spaß mit und Alva auch, die hat dann immer alles gestapelt und so, weil das halt vier so kleine Becher sind. Und die kommen bei uns jetzt auf jeden Fall mit und es ist halt auch echt cool, dass die so wasserdicht verstaut sind. Haben wir völlig vergessen bei dem Edelstahlküche-Video. Blenden wir auch mal hier oben ein. Haben wir vor zwei, drei Wochen oder so ein Video gemacht zum Thema Edelstahl, das wir umgestellt haben. Nicht alles in einem Satz sagen wollen. Ja, und Schottgläser gehören natürlich dazu. Meine Frau aus dem Norden, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. So, ich kann das nicht so gut. Ich bin Rheinländer. Wir sagen einfach, hau weg. Hau weg die Scheiße. Ja, jedenfalls machen wir uns hier noch eine schöne Zeit. Ja, wir werden auf jeden viel Fall Arbeit, viel, aber es macht. Achso, ja. Ja, wir werden noch viel das Dreibein ausprobieren, weil es einfach voll Spaß macht. Ich hab da echt Narren dran gefressen. Ja. Das ist mal wieder so richtig Kind sein. Das sagte auch der Kollege Bauer mit dem Trecker. Moin! Was übrigens auch sehr schön ist, was ich noch beim Dreibein ergänzen wollte, wenn ihr Kinder habt, ist das natürlich auch eine super gute Beschäftigung, die Kinder loszuschicken, um Stöcke zu sammeln. Ja. Nein, der reicht nicht. Der ist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Also, natürlich. So, jetzt sind wir aber am Ende des Videos angekommen. Ja, die Frage ist, kocht ihr auch mit Feuer? Habt ihr noch eine andere Reisedreibein-Empfehlung oder sonst oder Tipps, Tipps und Tricks oder was man dranhängen kann oder tolle Rezepte oder so? Schreibt es mir immer super gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.